Einen wunderschönen guten Morgen zum Trading-Tipp. Ja, ich denke mal, Sie würden mir zustimmen, dass die aktuelle Nachrichtenlage uns das Traden oder generell den Handel an der Börse aktuell natürlich nicht einfacher machen. Und da müssen wir uns natürlich entscheiden, was machen wir? Wir haben uns heute für die Aktie von Tesla entschieden und zwar einen Short darauf. Denn je nach Nachrichtenlage werden die Märkte natürlich nicht positiv davon profitieren, sondern eher negativ. Und bei Tesla gab es natürlich gestern auch nochmal ordentlich schlechte Nachrichten. Sie sehen es jetzt hinter mir, $10 hat die Aktie knapp verloren, -5%, das Ganze sogar über 5% im Minus. Und wir befinden uns jetzt auch charttechnisch in einer sehr schwierigen Lage. Jetzt hier bei $160, diese zweite Kerze hier rechts bitte ignorieren. Und wenn die Aktie jetzt darunter also fallen würde, dann, wir sehen es jetzt gleich im 2-Jahres-Chart, dann ist der Weg nach unten erstmal frei und zwar ein ganzes Stück, rund bis $152 das Ganze nämlich. Gute Nachrichten gibt es natürlich auch nicht. 10% der Belegschaft sollen jetzt voraussichtlich erstmal entlassen werden. Dann ist noch auf TikTok, also beziehungsweise generell in den sozialen Netzwerken ein neues Video vom Cybertruck wohl aufgetaucht, was zeigen soll, dass sich eine Plastikabdeckung am Gaspedal von dem Auto gelöst haben soll. Und das Auto dann deswegen quasi nicht mehr wirklich gebremst werden konnte etc. Und da hat sich jetzt die amerikanische Verkehrsaufsichtsbehörde eingeschaltet. Also alles Nachrichten, die der Aktie natürlich nicht gut tun. Sie wissen natürlich auch, was die Aktie seit Jahresbeginn schon verloren hat. Das Ganze sieht wirklich sehr, sehr schwach aus. Und jetzt natürlich auch nochmal mit dem neuen Robotaxi, was angekündigt wurde. Dann gibt es jetzt schon wieder eine Menge schlechte Artikel. Ja, soll das jetzt das Model 2 bzw. das neue Redwood dann ersetzen? Also alles durchweg aktuell leider, leider negativ. Aber deswegen haben wir uns jetzt, wie gesagt, für diesen Short entschieden. Wir blicken einmal auf den Schein. Ein Faktor-Short-Zertifikat von unserem Partner Morgan Stanley. Wir haben die MB6 UU2. Das Ganze kostet 6,30 Euro mit einem Faktor von 3. Und generell wegen geopolitischer Faktoren, würde ich sagen, legen wir den Stopp vielleicht mal ein bisschen weiter. Heute dann bei 6,50 Euro das Ganze. Nee, bei 5,50 Euro, Entschuldigung. Dann Adidas gestern, ja, hat gestern sehr gut ausgesehen, muss man sagen, der Schein. Wir sind wieder minimal zurückgegangen. Wir haben natürlich immer noch, ist nicht schlimm, Sie haben es gesehen, immer noch der Widerstand ist natürlich immer noch nicht gebrochen. Genau hier, das war so bei rund 209 Euro. Minimal zurückgegangen. Jetzt blicken wir einmal auf den Schein. Wir hatten die Empfehlung bei 11,68, haben da gestern schon bei 11,95 gestanden, jetzt 11,47. Der Stoppkurs ist natürlich noch lange nicht erreicht. Und wie gesagt, beides Aktien hier mit dem Long. Denke ich mal, nachrichtentechnisch könnte das jetzt einigermaßen laufen. Und bei Tesla sieht es nicht besser aus. Deshalb haben wir uns, wie gesagt, dafür entschieden. Ich wünsche mit beiden Produkten viel Erfolg. Wir sehen uns morgen. Machen Sie es gut.